Hallöchen, einen schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Wir haben heute den 13.07. Der Juli ist schon fast um. Die Berichtssaison geht los und wir sprechen heute, wie ich es im Blog geschrieben hatte, über britisches Pfund, Australdollar, Schweizer Franken, japanischen Yen und Euro-Schweizer Franken. Ja, der ein oder andere wird sich wundern, heute kam doch gar kein Blog. Nein, heute ist Montag und wenn ich es einrichten kann, versuche ich immer schon am Sonntag, das Research am Sonntag zu veröffentlichen, dass das Ganze dann auch direkt ja, zur Vorbereitung für den Wochenstart genommen werden kann. Heute, wie schon gesagt, die drei Währungspaare hatte ich angekündigt. Einen Wunschmarkt habe ich schon gesehen. US-Dollar, kanadischer Dollar möchte besprochen werden. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Danke auch für die Info an dieser Stelle und danke für die guten Morgengrüße hier über die Kanäle auf Zoom und auch auf Facebook. Was machen wir? Ganz klar, ganz normale Standardbesprechung. Heißt also zuerst einmal der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen und damit kommen wir zu den fast gar nicht vorhandenen wichtigen Nachrichten. So viel ist heute nicht los. Wir sehen es hier, es gibt ein Fältchen mit drei Sternen, Bank of England Governor Bailey spricht, ansonsten ist heute relativ wenig auf der Nachrichtenseite los. Das heißt, die Märkte sind so ein bisschen sich selbst überlassen und die Märkte sind euphorisch. Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, hier mal den DAX zum Morgen auch gleich mal noch mit einblenden an dieser Stelle, dann sehen wir halt an diesem Punkt, was hier los ist. Wir sehen es, der DAX ist mit einem Upgap in den Tag gestartet hier. Ja, sehen wir, Schluss Sonntag, Eröffnung heute. Oh. Was soll ich denn sagen? Die Händler sind sehr optimistisch. Optimistisch, wo kommt Optimismus her? Wir sehen ja momentan wieder sehr stark steigende Fallzahlen zum Thema Covid-19. Wir kriegen mittlerweile aus München, ein Institut hat hier eine Forschung veranstaltet zum Thema, Entschuldigung, zum Thema Wiederansteckung mit Covid-19. Und da kam raus, naja, wer es einmal hatte, könnte es nochmal wieder bekommen, je nachdem wie schwer der Krankheitsverlauf war. Also, das ist alles nicht so einfach. Trotzdem sind die Händler hier an dieser Stelle optimistisch. Da kann man sich jetzt an dieser Stelle fragen, wo kommt denn jetzt bei dieser Nachrichtenlage bitteschön der Optimismus her? Der Optimismus ist relativ schnell begründet. Man hofft, dass alles nicht so schlimm war im zweiten Quartal, wie das, was nach dem ersten Quartal erwartet wurde. Da haben ja viele, viele Unternehmen reihenweise sozusagen die Prognosen kassiert, reduziert oder gar nicht erst eine gegeben. Und wenn es jetzt im zweiten Quartal natürlich mies lief, aber nicht so mies lief wie erwartet, ist das ja ein gutes Zeichen. Und das könnte dazu führen, dass die Indizes hier in der Berichtssaison durch gute Zahlen in der Berichtssaison oder durch besser ausgefallene Zahlen, als das erwartet wurde, ja, ein ganzes Stückchen weiter nach oben gehen. Und das ist das, was wir hier im DAX momentan auch sehen. Der DAX ja, ist mittlerweile kurz vor Handelseröffnung über das letzte Hoch der vergangenen Woche gegangen. Das war das hier drüben, hier diese Marke hier oben, die hatte ich auch schon eingezeichnet in unserer Morgenbesprechung, war die wichtig, 12.845 Punkte. Der Bereich da oben, der ist jetzt mal angelupft worden. Und ja, wir sehen es hier oben drauf, da liegt so eine dicke rote Linie. Die Frage ist, wo kommt die dicke rote Linie her? Die dicke rote Linie ist der Verkaufsbereich, den wir hier drüben hatten. Also etwas unter der Marke von 13.000 Punkten, genauer gesagt um die 12.900 und ein paar eine 30 liegt hier dieses Verkaufslevel. Also wie immer nicht genau auf die letzte Punktzahl festlegen. Das sind ungefähr Bereiche. Wichtig ist zu sehen, was dort passiert. Und wenn wir hier Kaufstärke sehen, tja, was heißt das dann? Wir wuppen den Widerstand nach oben weg. Das Teil wird zur Unterstützung und wir können uns aufs Allzeithoch konzentrieren. Das ist das, was wir jetzt tatsächlich durchaus vor der Uhr haben, wenn wir es schaffen. Kommt es zum Abprall? Gut, ganz klar, dann müssen wir uns zur Unterseite orientieren. Mal schauen, was kommt. Aber wer darauf vorbereitet sein möchte, der hat es natürlich auch da, gerade im kleinen Bild, extrem eng natürlich, wenn man schauen will, wo jetzt das Ganze als, sage ich mal, Zwischenhaltelevel kommen kann. Dann sind das Marker, die wir ganz normal aus dem Bereich rausnehmen können. Das heißt, hier mal nach dem ersten Initialschub nach oben, der
Der Retest könnte kommen auf die Marke von knapp 12.800 Punkte. Ansonsten unten drunter, wir sehen es hier in diesem Kaufbereich, das Level zwischen 12.700 und 12.720, dieses Level, dieser Bereich hier in etwa, das natürlich auch eine Anlaufzone hier. Ja, und dann können wir es ganz schön nach unten schieben. Hier, schaut euch mal den Ausbruchsbereich hier an, das wäre auch noch etwas bei 12.617. Also je nachdem, wie stark die Schwankungsbreite hier ist, die uns ereilt an den Märkten, können wir uns auf der Unterseite schon den ein oder anderen Marker heraussuchen. Wichtig ist jetzt wirklich nur zu wissen, okay, wie schaut es aus, wo geht es hin, und wie schon gesagt, wir haben ja hier schon ein kleines Trend hoch, ne? Das ist ja jetzt ein Trend, der hier nach oben läuft. Das Trend hoch haben wir hier oben bei ungefähr 12.878 Zählern. Wenn es darüber geht, ist das natürlich ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass der Markt wirklich hoch will. Ob es so kommt, wir werden sehen. Vielleicht gucken wir im Laufe der Sendung nochmal rein. Es ist ja erst kurz nach halb, was hier an dieser Stelle läuft. Das zum DAX, kurz der Ausblick sozusagen auf das, was hier kommt. Und dann schauen wir jetzt mal auf die Währungen rauf. Heißt britisches Pfund, Australdollar, Schweizer Franken, japanisches Yen und Euro, Schweizer Franken an dieser Stelle. Und wie schon gesagt, einen Wunschmarkt haben wir auch heute da, US-Dollar, kanadischer Dollar. Wir hatten ja in der letzten Woche auch ein paar Kann-Dollar-Währungen besprochen. Britisch Pfund, Kann-Dollar ist wieder so eine Geschichte, wo ich sage, ja, da ging es ordentlich nach oben zur Sache. Auch das Währungspaar Australdollar, Kann-Dollar hält sich schön oben über der wichtigen Marke. Also wir sehen Kann-Dollar momentan ein bisschen zur Schwäche neigen. Das geht so ein bisschen auch einhin zum Thema, ich komme gleich zu den richtigen Dingen, keine Sorge, zum Thema, ja, wie soll ich sagen, Petro-Währungen. Wenn wir uns den Kandler einfach mal anschauen, das Öl ist halt ein bisschen, naja, sagen wir mal so, momentan nicht mega bullisch. Also wir laufen jetzt nicht stark nach oben, sondern tendieren eher ein bisschen so zur Unterseite hin. Das sehen wir auch hier wieder. Wir sehen es hier, fallende Hochs haben wir momentan da. Und wenn sich hier tatsächlich etwas Druck von oben nach unten anbaut oder aufstaut und die Petro-Währungen sind dann natürlich auch betroffen und die spielen das Spiel auch mit, ja, dann könnte so ein Rückzug vom Öl natürlich ohne weiteres mal auch dafür sorgen, dass Währungspaare mit dem Kann-Dollar drinnen sich entsprechend hier bewegen. Hier kriege ich auch noch die nächste Frage rein. Euro-Neuseeland-Dollar für den heutigen Vormittag. Ewald, das gucke ich mir dann direkt auch gleich mit an. So, dann hätten wir das und in meiner hohen Quote habe ich den DAX gleich mal noch geschlossen. Egal, machen wir nachher wieder auf. Gut, also das ist, was kommt. Jetzt schauen wir auf die Währungspaare. Wir starten mal durch. Schweizer Franken, japanischer Yen. Ja, wieder das langweilige Währungspaar. Ist mir aber wurscht. Zwei Safe Harbors zu traden, sagte der eine, warum? Ich sage, warum nicht? Ja, es bewegt sich ja. Und was sich bewegt, können wir ja auch traden. Ich habe es geschrieben im Blog gestern im Research am Sonntag, worauf es mir hier persönlich ankommt. Und das ist schön eine interessante Story, die wir hier sehen im Währungspaar Schweizer Franken, japanisches Yen. Wir sehen hier nämlich eine schöne Unterstützungszone hier unten. Ich ziehe dieses dicke Band mal rüber. Schaut mal, hier grob gesehen das Level von 113,4, das ist das Kauflevel. Ja? Das war hier drüben schon mal ein Drehpunkt. Hier haben wir wieder einen Supportbereich. Ja? Hier gesehen, drüber, kurz drunter, drüber, drauf, hoch, drauf, hoch, drauf, hoch. So sieht ein Kauflevel aus. Und wenn sich das fortsetzt, haben wir Potenzial zur Oberseite. Im Kleinen trenden wir schon hoch, wobei man sagen muss, im Kleinen, wir gucken jetzt hier auf den 4-Stunden-Chart. Ne? Wenn ich euch mal den Tageschart an dieser Stelle kurz aufmache, dann sieht die Situation schon noch so ein bisschen anders aus. Ich gehe mal ganz kurz aufs riesengroße Bild hoch. Da sehen wir, dass wir hier seit Monaten eigentlich nicht wirklich einen Preisfortschritt haben. Ne? Also so richtig runter geht es nicht, so richtig hoch geht es nicht. Also das heißt, auf großer Basis hier haben wir schon einen riesen Schwankungsbereich. Der engt sich momentan auch so ein bisschen ein. Aber so wirklich vorangehen werden oder tun die Kurse hier an dieser Stelle nicht. Aber nichtsdestotrotz, was haben wir hier an dieser Stelle? Wir haben den Markt nach oben laufen und dadurch, dass hier die dicken grünen Linien da sind, wissen wir ja, technisch gab es hier an dieser Stelle mal einen Kurs, der ein Deut höher war als dieser Kurs. Und was wir auch sehen, die Kurse sind auch höher gestiegen, als das hier oben war. Ob hier schon
sozusagen dann irgendwann Entwarnung kommt. Ich mag das an dieser Stelle mal noch bezweifeln. Warum bezweifelt der Seidel das? Das waren allesamt nur Spikes. Also alle Ausbruchsversuche hier oben drauf sind oben, sind nicht wirklich deutlich drüber gekommen, ne? Hier ein Spike drüber, hier ein Spike drüber, hier ein Spike drüber, hier ein Spike drüber. Es waren nur Spikes. Es hat sich noch kein Käufer gewagt, oben drüber zu schieben und richtig deutlich das Ganze nach oben zu heben. Das noch nicht. Aber wir sehen es hier unten, dieser Kaufbereich um die 113,4. Das ist eine Marke, die durchaus das Potenzial haben kann, das Teil nach oben zu schieben. Nämlich dann, wenn wir tatsächlich es schaffen, oben durchzulaufen. wo ich das jetzt gerade so sehe, da muss ich dran denken an meinen Artikel mit den Schulterkopf-Schulterformationen. Ja, Leute, natürlich, hier könnte sich unter Umständen auch eine SKS entwickeln, aber da sind wir noch längst nicht, ne? Wenn es die natürlich gibt, haben wir ja schon jetzt genau den Punkt, wo die SKS die Nackenlinie verlaufen wird, nämlich bei 113,4. Das haben wir jetzt schon, aber ob so kommt, who knows? Wir schauen einfach mal, was ist. Wir gehen jetzt wieder zurück in die 4 Stunden rein und in den 4 Stunden sehen wir interessanterweise wirklich die Abprallbewegung. Interessant wird es jetzt an diesem Punkt, was passiert bei 113,86? Das ist diese Linie, die ich hier quasi in dieser rötlichen Farbe, dieses leichte Rosa eingezeichnet habe. Das ist nämlich interessant. Schieben wir da direkt rüber, haben wir schön oben noch Anlaufpunkte. Da müssen wir allerdings dann mal in die Trendeinheit runtergucken, also in die kleinere zusammenhängende Trendgröße quasi. Die sehen wir jetzt hier im 4-Stunden-Chart nicht. Das ist dann interessant, wenn wir hier oben drüber gehen. Kommt es direkt hier schon zum Abprall? Ganz klar, dann geht der Fokus direkt und relativ flott wieder in den Kaufbereich hier rein, beziehungsweise Kurse unter 113,3, die stehen dann natürlich für den Weg nach unten und das sehen wir auch ein paar kleinere Anlaufpunkte haben wir schon mit da. Hier die kleinen Zwischenhochs und dann hier diesen Supportbereich unten bei 112,66. Die Zwischenhochs hier namentlich oder ziffernmäßig mal genannt 112,88 und 113,17. Das ist das, was wir erwarten können. Nur bis dahin ist einiges am Platz. Also ich persönlich würde jetzt nicht warten, bis der hier unten drunter fällt, sondern ich würde schon die Chance ergreifen, wenn der Markt tatsächlich diesen Abwärtstrend hier nur korrigiert und dann nach unten läuft, etwas früher reinzukommen, weil da liegt ja der Gewinn. Weil wir sehen ja momentan, es kommt nicht immer hier unten dazu, dass sich der Markt fortsetzt. Das kann man zwar probieren, aber mir persönlich gefällt es viel besser, wenn der Markt schön in die Korrektur reinläuft und dann sozusagen einen Rumdrehversuch macht. Aber wie schon gesagt, wir sind noch in einer sogenannten Zwischenphase hier an dieser Stelle. Und deswegen planen wir jetzt einfach mal kurz die Anlaufpunkte auf der Chart-Oberseite. Da raffe ich mal kurz die 15 Minuten ein kleines Stück zusammen. Bitte hier nicht böse sein. Ich hoffe, man kann das trotzdem gut erkennen. Ich mache mal kurz den Zeitrahmen hier raus, den Lower und den Higher Timeframe. Und da sehen wir schon, hier haben wir in den 15 Minuten den Weg nach oben gehen, der Trend, der hier schön nach oben läuft. Und jetzt wird es wichtig. Sehen wir hier Kaufstärke? Das wäre interessant. Und dann können wir nämlich hier über dieser Linie mal die oberen Kursmarken mit in Anspruch nehmen. Das wäre hier das Zwischenhoch um die 114,05. Dann haben wir hier drüben dieses Verkaufslevel. Da haben wir auch ein kleines Zwischenhoch. Das ist die Marke von 114,19, 114,20 so in etwa. Und dann haben wir hier oben noch ein Zwischenhoch um die 114,45. Das sind Marker, je nachdem, wie stark der Markt ist, die wir als planbare Anlaufpunkte nehmen können, wo durchaus auch Aktionen am Markt entsprechend auffallen. Das heißt, entweder Eindeckungsorders kommen, damit wird der Markt nach oben geschoben, oder aber hier kommt eine richtige Verkaufswelle. Das ist dann das, wenn wir sehen, die 15 Minuten prallen ab und laufen nach unten. Das sehen wir jetzt natürlich noch nicht, weil wir zu weit weg sind, aber es ist ja mal was Schönes Planbares. Das heißt, an dieser Stelle wieder wie immer einfach schauen, was passiert jetzt hier am Widerstand? Kommt Schwäche rein? Ist das eher ein Indiz dafür, dass wir uns nach unten orientieren? Kommt Stärke rein? Das heißt, gehen wir drüber, testen wir es nochmal und laufen wir dann nach oben. Das wären genau die Szenarien, die man braucht, um die Oberseite entsprechend zu beleuchten. Und Luft haben wir ja da. Wir haben Luft nach oben, wir haben Luft nach unten. Wir müssen jetzt hier einfach nur schauen, wo der Markt entsprechend reinläuft. Und wir sehen ja, so leicht möchte er schon hier in das Widerstandslevel rein. Und wenn wir tatsächlich drüber gehen, dann haben wir gute Karten, die Oberseite ein bisschen noch mit raufzunehmen. So. Wir bleiben noch beim Schweizer Franken und zwar gehen wir jetzt aufs Währungspaar Euro-Schweizer Franken. Das hatten wir ja auch schon besprochen, damals allerdings, als wir unten waren in Richtung Jahrestief. Da gab es einen schönen Support und da haben wir darüber gesprochen, wie so ein Abprall ausschauen kann. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, wir sehen, wie so ein Abprall ausschaut.
Nämlich so, dass wir hier nicht runterfallen. Ja, das ist leicht gesagt, ne? Ist auch wirklich so. Was wir jetzt allerdings an dieser Stelle wieder beachten müssen, ist, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, standen wir hier unten im Kurzfristbereich. Ich gehe mal ganz kurz in den Stundenchart rein. Da sieht man das Ganze ein bisschen deutlicher, rein von der Visualisierung. Also als wir das letzte Mal gesprochen hatten, standen wir wieder unten in diesem Band hier unten drinnen. Wir sehen die Stunde auch verortet in einem Abwärtstrend, ganz klar mit Liegen. Der kommt von oben nach unten. Er entwickelt sich Stück für Stück nach unten und testet immer wieder diesen Kaufbereich hier um die Marke von 1,06. Das ist das, was wir hier unten sehen. Und jetzt wird es interessant. Interessant. Interessant aus der Sicht, was passiert denn jetzt hier? Wir sehen es, die Stunde ist abwärts gerichtet, wir sind schön in der tiefen Korrektur. Wir haben allerdings auch für die Stunde ein Indiz momentan, dass die Korrektur durchaus noch ein bisschen weiterlaufen kann, weil wir hier an dieser Stelle gut in eine Situation gelaufen sind, wo wir einen Zwischenhoch rausgenommen haben. Diese Marke hier, das war innerhalb dieser Abwärtsphase ein markantes Zwischenhoch. Und jetzt kommt es drauf an, hier sind wir zwar erst einmal drüber gespiked. Ich nehme mal ganz kurz diesen Lower Timeframe raus. Wir sind kurz drüber gespiked. Sehen wir jetzt allerdings direkt weitere Kaufstärke, spricht das dafür, dass der Markt nach oben will. Und dann bekommt diese Marke hier oben, dieses Zwischenhoch bei 1,0665, da bekommt dieses Zwischenhoch eine wichtige Bedeutung. Abprall oder Bruch. Brechen wir durch, ist der Abwärtstrend raus und das spricht dann dafür, dass wir steigende Kurse sehen. Wo können wir uns orientieren? Ich gehe mal kurz in den 4-Stunden-Chart rein, einfach damit wir ein bisschen mehr Chart-Historie sehen. Wenn diese Marke hier tatsächlich bricht, spricht das dafür, dass wir wieder in Richtung dieser starken grünen Bewegung nach oben laufen. Und dann haben wir relativ gute Anlaufpunkte hier um die 1,0698 und hier die 1,071. Diese Marker, die haben wir dann direkt vor der Tür laufen. Und wie schon gesagt, Kurse über diesen Zwischenhoch hier, da ist der Weg relativ frei. Da ist nicht wirklich viel, was uns zwischendrin aufhalten kann. Da sehen wir auch keine starken Verkaufslevel oder ähnliches. Nein. Das haben wir dann da und der Weg ist dann offen. Kommt es zum Abprall, das heißt, hat der Markt nicht die Kraft, hier oben drüber zu laufen, dann ganz klar ist der Weg da. Erst einmal hier in diesen Kaufbereich, in das Support-Level um die 1,061 bzw. 1,06, je nachdem, ihr wisst, wie es Bescheid geht hier an dieser Stelle. Ihr wisst Bescheid, wie es geht an dieser Stelle so rum. Heißt also, diese Level sind halt grobe Auffanglevel da und der nächste Punkt sollte es tatsächlich unten drunter laufen. Dann hätten wir hier dieses Drehlevel um die 1,057, 1,058 in etwa. Und dann, wenn das auch nicht hält, wir sehen es hier unten, da haben wir den Bereich ums Jahrestief. Da ging der Markt steil hoch und wenn dieses Level bricht, ist jetzt hier nichts, was großartig Gegenwehr bringen kann. Das heißt an dieser Stelle ohne weiteres auch der Weg nach unten möglicherweise steil. Auch da, wir werden sehen, inwiefern hier auch die Notenbanken mit eingreift und die Kurse stützt. Das werden wir dann entsprechend an den Kursen sehen. Das zum Euro-Schweizer Franken und damit gehen wir in das Währungspaar britischer Pfund-Australdollar. Auch das erste Mal mit Blick in, halt nein, wir wollen nicht britisches Pfund-Kandollar, wir wollen britisches Pfund-Australdollar. So, da ist er hier. Da haben wir ihn. Wir sehen es, einen schönen bullischen Markt. Er zieht zumindest mal in den 4 Stunden schön nach oben. Ist jetzt hier in der korrektiven Phase und verharrt so ein bisschen hier, wenn wir uns den untergeordneten Trendverlauf mal anschauen wollen. Hier, das hier ist der Bewegungstrend, den wir nach oben haben. Er verharrt so ein bisschen unten im alten Ausbruchslevel. Da kommt immer wieder Stärke rein hier. Die Marke um die 1,8137. Wir gucken mal kurz aufs große Bild. Im großen Bild sehen wir, was hier los ist. Eine, wie ich finde, relativ charmante Situation an dieser Stelle. Was ist charmant? Charmant ist das, was wir hier sehen, einen kleinen Aufwärtstrend. Und dieser kleine Aufwärtstrend hat sich hier mittlerweile über dieses Verkaufslevel hier drunten rausgearbeitet. Wartet mal, ich versuche das mal noch ein bisschen größer zu machen. Also hier, das war das Verkaufslevel, das war das Trendfortsetzungslevel. Und da sind wir jetzt trendig drüber gelaufen. Und dieser Trend hat durchaus die Chance, sich jetzt weiter nach oben zu arbeiten. Das heißt, die Sache ist ja folgende: Nur weil wir jetzt hier einen Aufwärtstrend haben, heißt das noch lange nicht, dass das übergeordnete Abwärtsbild schon rausgenommen wird. Ne? Das muss man an dieser Stelle ganz klar konstatieren. Aber rein von der korrektiven Phase haben wir ja die Chance, nach oben zu laufen. Der Markt kann ja hier auf die 1,845 laufen, ohne den übergeordneten Abwärtstrend rauszunehmen. Und wie stark der übergeordnete Abwärtsschub ist, das sehen wir hier. Aber ich glaube, da braucht man keine Fragen stellen. Das ist schon heftig. Und wir sehen halt auch, dass wir durchaus Potenzial haben, diesen starken Move nach unten
etwas zu korrigieren, ja, und selbst wenn wir nur die Hälfte korrigieren, ja, dann können wir mal ohne weiteres hier Kurse um die 1,925 erwarten. Das ist das, was oben kommt. Das heißt, wir haben eine Menge Luft. Und das ist die Chance, die sich jetzt hier an dieser Stelle bildet, wenn wir uns das mal auf Tagesbasis ankommen. Wir haben jetzt hier einen jungen, frischen Aufwärtstrend. Und wenn dieser sich direkt hier oben fortsetzt, das wäre dann sozusagen das erste Kaufsignal nach Trendentstehung, haben wir durchaus Potenzial zur Oberseite hin. Charmanter wäre es natürlich, wenn wir unten ein bisschen korrektive Phase sehen. Und wenn wir das mal uns anschauen wollen, hier mit Blick in den Stundenchart rein und versuchen, mal so ein bisschen nach unten abzufischen, wo so Marken sind, dann sehen wir halt interessante Level, die wir durchaus haben. Wie schon gesagt, ich hatte es ja gerade auch avisiert, im kleinen Bereich, schaut mal, dieses Level, was wir hier haben, grob um die 1,813, das ist momentan so ein bisschen ein Schwungbereich, wo wir durchaus die Chance haben, direkt von hier mit Stärke direkt oben rauszulaufen. Ja, dann sehen wir halt keine flache Korrektur, sondern dann sehen wir ein Verharren auf relativ hohem Niveau. Und dieses Verharren auf dem hohen Niveau, das sorgt dann entsprechend dafür, dass wir die Korrektur seitwärts sehen und nicht in die Tiefe. Kommt es allerdings zu einer tiefen Korrektur, dann wäre das nächste Level, was wir zum Kauf mal haben, beziehungsweise als Anlaufpunkt durchaus hier dieses Level, als der Aufwärtstrend auf Tagesbasis entstanden ist. Und das ist ganz grob die Marke hier etwas um die 1,81. Das wäre auch mal ein schöner Anlaufpunkt. Beziehungsweise wir sehen es ja auch hier unten drinnen, die 1,80 hier, das unten, dieses Level, die 1,82, 1,83 in diesem Bereich hier unten. Das wäre mal ein schöner Schwungbereich für eine tiefe Korrektur. Und das ist ja auch das, was dann charmant ist, wenn wir in der tiefen Korrektur tatsächlich die Chance bekommen, in die steigende Richtung zu kaufen. Das ist eine feine Risikooptimierung, die wir hier betreiben können. Und dann haben wir die Chancen, die Oberseite mitzunehmen. Und wir sehen ja, wie schon gesagt, im Tageschart, wie viel Luft nach oben da ist. Das heißt, alleine jetzt das, was wir hier mit Bezug auf diesen Abwärtstrend auf Tagesbasis haben, hat ja innerhalb der korrektiven Phase schon die Chance, erstmal hier oben reinzulaufen, bis in dieses Zwischenhoch. Ich sehe jetzt gar nicht, wo es ist, müssen wir mal kurz ein bisschen größer zoomen. Hier, das Zwischenhoch haben wir bei 1,845 drin liegen. Und diese Linien, diese dünnen Linien, die hier eingezeichnet sind, das ist mal der Schwungbereich in den untergeordneten Zeitebenen. Das heißt hier, wenn ich es mal in der 4-Stunden-Marke rafe, das sind Swing-Highs. Das heißt, das sind die Korrekturhochs dieser Abwärtsbewegung hier an diesem Bereich und das sind planbare Anlaufpunkte zur Oberseite. Wie schon gesagt, es bleibt hier sehr, sehr interessant, wie es weitergehen wird. Kraft nach oben können wir sammeln. Wie Sie sehen hier in dem 4-Stunden-Chart, die Korrektur ist jetzt mal locker hälftig gelaufen und wenn wir tatsächlich hier oben rauskommen, das wäre doch, finde ich zumindest, sehr charmant. Das zum britischen Pfund Australdollar. Und dann, wie schon gesagt, noch zwei Fragen habe ich hier bekommen. Und zwar Euro-Neuseeland-Dollar und das Währungspaar US-Dollar-Kanadischer Dollar. Wir gehen mal kurz hier zum Euro-Neuseeland-Dollar. Wurde die Frage gestellt für den heutigen Vormittag. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist US-Dollar-Schwedische Krone. Euro-Neuseeland-Dollar. Da ist er. Hier, der 4-Stunden-Chart. Eieiei, das ist natürlich hier eine Stelle, die hat Sprengkraft. Guckt euch das mal an. Der verharrt da unten absolut am Supportbereich und will nicht runter, hat aber latent natürlich das Risiko, von oben wieder abverkauft zu werden. Aber alles halb so wild. Wir können uns hier mit dem kleinen Trick ein bisschen helfen, das Ganze greifbarer zu machen. Die Frage, die ich hier gestellt bekommen habe, ist ja, wie ich den Euro-Neuseeland-Dollar für den Vormittag sehe. Ich sag's mal so, ich beantworte die Frage jetzt mal nicht für den Vormittag, sondern eher mit dem kurzfristigen Zeitraum. Und was wir da sehen, ist nämlich relativ interessant. Passt mal auf, ich zeige euch das mal hier. Man kann hier nämlich schön eine Abwärtstrendlinie reinzeichnen. Das wäre diese hier. Und wir sehen so grob, ja, in diesem Bereich, wir sehen immer wieder Abverkäufe von oben. So, und jetzt schauen wir uns das mal ganz kurz ein. Ich mache mal kurz den niedrigen Zeitrahmen rein. Wir sehen, dass hier der Abwärtstrend nach unten hin intakt ist. So, ja, das ist das eine. Das heißt, wir sehen immer wieder tiefe Korrekturen und dann die tiefe Korrektur nach unten laufen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Trendlinie drinnen. Aber das richtige, wichtige technische Level wäre hier die 1,72 ein bisschen über 7. Wenn wir da drüber lupfen, dann haben wir
dann haben wir die Chance, nach oben zu laufen. Wohin? Ganz klar, hier erst einmal das kleine Zwischenhoch um die Marke von 1,7308, beziehungsweise dann hier drüben das Verkaufslevel um die Marke von 1,733. Das aber nur, wenn wir hier über diesen Bereich um die 1,7273 drüber laufen. Schaffen wir das nicht, dann geht das Ping-Pong-Spiel weiter und wir sehen eher wieder technisch den Test vom Support hier unten. Aber die Chance, die wir jetzt natürlich haben, ist, dass wir uns tatsächlich hier drüber etablieren, stabilisieren, weil wir sehen, wenn wir uns das Kleine mal anschauen, jetzt muss ich wirklich mal kurz in die kleineren Zeiteinheiten gehen, wir sehen hier ein Verkaufslevel, ein kleines untergeordnetes ehemaliges Verkaufslevel, das jetzt rausgenommen worden ist. Das ist dieser Bereich hier. Dieser Bereich hier um die 1,72,1, das war der Verkaufsbereich, da sind wir jetzt kurzfristig drüber gelaufen. Und jetzt kommt es drauf an, wir sehen es, wir sind jetzt über diese Abwärtslinie drüber gelaufen. Und wenn wir uns tatsächlich drüber stabilisieren, wäre das das zweite Zeichen, dass der Markt eher nach oben als nach unten möchte. Ja? Das heißt, wenn wir hier drüber bleiben, haben wir gute Chancen ranzulaufen. Und wie schon gesagt, wenn wir uns die 15 Minuten jetzt mal im Detail anschauen, dann sehen wir hier natürlich auch die Hochpunkte, die wir gerade in der größeren Zeiteinheit gesehen haben. Im kleinen Bereich haben wir hier noch einen Anlaufpunkt hier unten drunter etwas tiefer, um die Marke von knapp 1,7265,68 in diesem Punkt. Das bleibt jetzt interessant, also abzuwarten ist, wie es hier mit diesem kleinen Aufwärtstrend weitergeht. Wie schon gesagt, das sind die kleinsten Zeiteinheiten hier. Also ja gut, es geht noch bis runter in den Tickchart, ganz klar. Aber es ist schon relativ klein und man muss einfach schauen, wo man dann entsprechend hier die Ziele mit hinlegt. Mit Blick auf den Euro-Neuseeland-Dollar. So, und dann schauen wir uns jetzt noch US-Dollar-Kan-Dollar an. Hier an dieser Stelle. US-Dollar, kanadischer Dollar, da haben wir den Canadian Dollar, haben sie ihn hier bezeichnet im Metatrader momentan. Also, wir sehen hier die Währung mal kurz auf Tagesbasis in einer, ich kann es bald nicht mehr sehen, in einer Range, Leute. Wir haben hier wieder eine Trading Range und zwar um die 1,368 oben und 1,348 unten. Traumhaft, ist es nicht schön? Und was macht der Markt? Er hängt mal wieder hier schön im Median rum und kommt jetzt ein bisschen mit Schwäche rein. Also eigentlich ist das Ganze ja relativ interessant zu sehen, warum wir kommen jetzt aus dem Median nicht mehr nach oben drüber. Das ist schon ein bisschen ein Anzeichen von Schwäche. Die Frage ist halt einfach nur, was passiert dann unten bei der 1,3485? Kriegen wir da endlich mal Verkaufsdruck rein? Und dieser Abwärtstrend, den wir hier von oben haben, also dieser hier setzt sich fort. Hoppala, schaut mal das von oben nach unten, das Ganze setzt sich fort. Das wäre ja mal interessant, ne? Das heißt, wenn wir wirklich endlich mal unter die 1,3485 drunter laufen, haben wir den Weg erstmal offen, wenigstens hier unten bis in diesen Drehbereich um die 1,3315. Das wäre ja mal was Feines. Ansonsten müssen wir schauen, was auf der Unterseite der Range passiert. Warum die Seitwärtsphase? Guckt euch mal ganz kurz an, die Woche ist halt momentan nach oben sehr, sehr stark gewesen. Ja, im großen Bild heißt das hier an diesem Punkt natürlich hier, guckt mal, das ist die langgezogene Korrektur. Das ist eine Trendfortsetzung und jetzt haben wir wieder hier eine ewig andauernde Korrektur. That's it. Ja, das ist halt Trading. Diese Phasen, die kommen zum Glück nicht exorbitant oft vor, aber sie kommen halt vor und es zieht sich halt seit dem zweiten Quartal. Leute, das ist einfach, da fehlt Bewegung. Aber nichtsdestotrotz, diejenigen, die kurz schauen, haben natürlich Chancen. Und wir gucken uns diese Chancen mal an. Zum Kurzschauen müssen wir natürlich in die kleinen Zeiteinheiten reingehen. Heißt also hier an dieser Stelle, blickt einfach mal drauf. Die Trading Range hatte ich euch ja gesagt. Deckel oben, Boden unten. Haben wir da. Median, ganz grob, naja, wie immer, nicht auf den Punkt, aber ungefähr 1,36 in diesem Punkt. Und wir sehen um die 1,36,2 hier immer wieder Verkäufe. Kurzer Lupfer oben drüber, drunter, Randverkauf, runter, Randverkauf, runter, Randverkauf. Wir sehen momentan die Abprallsituationen vom Median haben immer tiefere Tiefs nach sich gezogen. Das ist eine Chance, die wir hier haben. Blicken wir mal kurz rein. Hier trendet der Markt schon runter. Aktuell eine weit gelaufene Bewegung, heißt also an dieser Stelle, Korrekturpotenzial nimmt zu. Wo können wir hinlaufen?
wieder mal ins Median. Also wenn wir hier wieder hochlaufen, haben wir durchaus die Chancen, wieder auf die 1,3623 reinzukommen. Aber wir sehen hier untergeordnet noch einen Abpraller hier in diesem Bereich um die 1,358, beziehungsweise ich ziehe es mal noch ein bisschen runter, hier die 1,357. Das wäre interessant, wenn wir hier einen Rücksetzer bekommen, wäre das mal der erste Drehpunkt. Das ist das Trendfortsetzungslevel dieses kleinen Trends hier nach unten. Das ist die Marke, die wir hier sehen. Und dann, wie schon gesagt, untergeordnet. Ganz klar hier, wenn wir uns das mal kurz mitnehmen wollen, da haben wir natürlich ein paar kleinere Anlaufpunkte mit dabei, die wir hier untergeordnet sehen können. Ich mache es mal magentafarben, damit wir sehen, hier um die Marke von 1,36 wäre mal ein Level, was wir da unten haben. Ansonsten, wenn da nichts kommt, wenn wir gar nicht weit nach oben laufen, sondern die Dynamik da bleibt, wir sehen es, hier ist nicht wirklich viel. Was wir als Anlaufpunkt zur Unterseite nehmen können, ist hier dieses Drehlevel, ganz grob. Hier haben wir diesen Abwärtsschub rausgenommen an dieser Stelle. Hier drüben war das Ganze ein Support. Also die 1,3525 ist ein Drehpunkt. Durchaus auch das Potenzial, einfach nach unten durchzulaufen, wenn wir keine Korrektur sehen. Und dann stehen wir schon wieder auf der Unterseite der Range, der Trading Range. Und da macht es natürlich Sinn, dort sich an dieser Stelle zu platzieren und zu sagen, okay, wenn wir wieder eine schöne Umkehr bekommen, warum nicht? Vielleicht läuft der Markt tatsächlich wieder zurück ins Median. Das muss man dann sehen. Die Potenziale haben wir dort. Aber auf alle Fälle. So, Holger, damit deine Frage auch besprochen. Jetzt schauen wir kurz nochmal auf den DAX, wie der sich so schlägt. Und weil ich vorhin so intelligent war und das DAX-Fenster geschlossen habe, muss ich jetzt leider ein neues aufmachen. Da fehlen jetzt natürlich unsere ganzen Markierungen. Aber wir sehen, der DAX kommt zum Handelsstart nicht wirklich aus der Hefe, sondern er fällt so ein bisschen. Das heißt, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen. Wartet mal, ich muss mal kurz hier, nicht, dass ich jetzt noch flotten Trade absetze. So, an dieser Stelle, das will ich hier in diesem System nicht machen. Zumal ich persönlich im Kleinstbereich den DAX auch äußerst selten trade, einfach weil mir die Zeit dazu fehlt. Der DAX lässt sich in kurzfristigen Zeiten relativ gut traden. Das zeigt ja auch, ja, immer wieder der Markt, wie gut die Level hier funktionieren, die wir sehen. Das heißt, an dieser Stelle schaut es euch an, wo laufen wir ran. Das wäre mal im Kleinstbereich, das ist jetzt mal der 5-Minuten-Chart, das wäre der Ausbruch nach oben, Nummer 1. Also hier wird es sehr, sehr interessant, was bei rankommt, die knapp 12.800-Punkte-Marke. Was da natürlich noch interessant ist, ist das Folgende. Schaut mal hier unten, dieses kleine Zwischentief, beziehungsweise hier der Bereich um die 12.700-Punkte-Marke, der ist schon interessant. Hier sind wir rangelupft nach diesem Gap hier oben rauf, haben wir das, also das Gap wurde aufgerissen, hier wurde es gleich wieder geschlossen, davon hatten wir deutschen Händler nichts, da haben wir noch geschlummert, das war heute Nacht. Jetzt ist der Markt schön nach oben gelaufen, auch schön trendig, jetzt korrigieren wir halt so ein bisschen. Wir gucken uns das Ganze mal eben auf der Stunde an, hier in diesem Bereich, also diese 12.800-Punkte-Marke, die ist tatsächlich auch schon sehr, sehr relevant an dieser Stelle, weil das war auch dieses Kauflevel hier oben, als wir tatsächlich nach dem Abprall mal ordentlich oben drüber gelaufen sind, was wir hier gesehen haben mit diesem deutlichen Schub nach oben. Und jetzt haben wir halt die korrektive Phase. Bis wohin kann es korrigieren? Aus rein technischer Sicht, na, hier, wenn wir uns mal diesen Aufwärtstrend anschauen wollen, wartet, ich lege mal ganz kurz noch das Tool rein, das hier das kleine Tool, zack, da haben wir es da. Übrigens, das MTO in Live hat halt auch so eine charmante Funktion, anzuzeigen, wann es Zeit wird, sich mal mit einem Long- oder Short-Trade zu beschäftigen. Und zwar auch das ganze Trend bezogen. Ich muss es nur mal ganz kurz anmachen. Das ist das Entry, was wir hier haben. Und hier sehen wir es mal. Hier an dieser Stelle, guckt mal, das hier, das Große ist dieses Große hier. Da sind wir ordentlich in den Bereich reingelaufen, wo es oben auch zur Trendfortsetzung kam. Da sehen wir, ist das Ganze auch in den roten Bereich gelaufen. In den grünen Bereich läuft es rein, wenn wir hier unten reinlaufen, in diese Bereiche, in diese tiefen Bereiche hier der letzten Bewegung. Das wäre das eine. So, jetzt mache ich aber mal den höheren Zeitrahmen raus und sage euch an dieser Stelle, interessant wird es mit Blick auf das, was wir hier sehen. Ich mache mal kurz die Linien hier noch dicker. Das ist die 2. Zack. So, schaut mal, das ist der Trend, der sich hier auf Stundenbasis gebildet hat und der korrigiert gerade. Hier ist das Ausbruchslevel, wie schon gesagt, die 12,8. Wenn wir hier direkt oben rauskommen, wäre das ein sehr, sehr starkes Zeichen, weil wir halt auch gerade mal hier die mitteltiefe Korrektur gehabt haben. Aber interessant wird es dann natürlich, wenn wir hier in die tiefe Korrektur reinlaufen. Ne? Also hier die Bereiche unter der Marke von 12.750 zählen. Da haben wir eine sehr, sehr tiefe Korrektur und das macht es natürlich hochinteressant, auch aus Trendgesichtspunkten, weil der Konsens sagt ja, wenn ich einen Trend handeln möchte,
solange wie er dauert, muss ich warten, bis er gebrochen wird. Und er wird halt erst gebrochen hier unten drunter, unter diesem Kauflevel von 12.700 Punkten. Und je tiefer der Markt hier korrigiert, je charmanter wird das natürlich, weil je kleiner wird natürlich auch mein Risikopuffer, weil ich kann mich relativ eng dann absichern. Wenn ich jetzt schon reingehe, müsste ich mich ja auch hier unten absichern. Wenn der Markt aber tiefer fällt und dann wieder anfängt zu steigen, dann habe ich ja ein viel, viel besseres Chance-Risiko-Verhältnis, um hier nach oben zu laufen. Und wenn ich als Händler sage, ich will nicht darauf hoffen, dass der oben weiterläuft, sondern einfach hier oben auf dem Weg nach oben meine Position zum Closing bringen, dann habe ich natürlich deutlich mehr Potenzial zur Oberseite, wenn ich tiefer reinkomme. Und das ist das Charmante und auch das Schöne hier von diesem Trenderkennungstool beziehungsweise auch mit dieser Entry Bar das Ganze hier zu nutzen. Wie schon gesagt, an dieser Stelle der Luft oder Luft nach unten ist ein bisschen da. Jetzt der Bereich hier um den Ausbruch, um die 12.800 Punkte Marke, der ist jetzt erstmal abverkauft. Kurzfristig findet er keine Käufer. Wichtig wäre dieser Bereich hier unten mal für die untergeordnete Zeiteinheit. Also hier diese Marke, ich mache die Linie mal ganz kurz in blau, damit wir mal einen Unterschied sehen können. Oder türkis, wie schon gesagt, Hauptsache es ist eine andere Marke und hoffentlich kriegt jetzt keiner Augenkrebs. Ich gehe mal kurz in die 5 Minuten, da sehen wir dieses Level. Das ist nämlich eine Marke gewesen hier unten, als der Markt seitwärts gelaufen ist. Ne? Und wenn diese Range, die wurde jetzt nach oben ausgebrochen, wenn die nach unten abverkauft wird, dann ist der Weg hier in diesem Bereich um die 12.700 Punkte Marke natürlich gut freigegeben. Das sehen wir dann auch hier, den höheren Zeitrahmen mal mit reingemacht. Damit wäre dann auch, wenn wir das mal rausnehmen hier, die 12.700 und ein paar in den 60, knapp 70, wenn das rausgenommen wird, wir sehen es, hier der kleine Trend geht schon nach unten und der hat dann natürlich deutlich Potenzial zur Unterseite hin. Also das bleibt charmant für die Gegenbewegung hier, wenn man sehen im 5-Minuten-Chart für diejenigen, die es traden wollen, sich sagen, okay, sollten wir tatsächlich nicht hier oben rauskommen, sondern einen schwachen Wochenauftakt sehen, also die Kursgewinne, die über Nacht angefallen sind, wieder abverkaufen, tja, dann nimmt man einfach die kleine Zeiteinheit her, schaut, dass man hier reinkommt in der Korrektur und dann zack, ab nach unten, Anlaufpunkte planbar, haben wir ja genug. Das zum DAX, das zum Start am Morgen. Danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, morgen früh sehen wir uns wieder um 8.30 Uhr pünktlich zur Marktbesprechung. Die ein oder andere Frage hat dann Zeit und den Blog-Eintrag gibt es natürlich auch. Also dann, bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.